Stil. So, guck mal, das sieht doch hier mal ein bisschen besser aus. Was haben wir hier? Sieht nach Taverne aus. Können wir zumindest mal unsere Charaktere heilen. Oh ja. Es soll geschehen. Wird. Nun, es scheint, als hätte der Pass noch einen Nachzügler ausgespuckt. Willkommen im Wurzelkeller, Fremder. Mein Name ist Whitecomb. Oder Whitcomb. Wonach beliebt soll ich? Etwas zu trinken? Oder etwas zur Küche? Ich suche ein Zimmer für die Nacht. Ein Zimmer? Tut mir leid, da kann ich euch nicht helfen, Freund. Versucht's mal beim Gasthof zum Abendschalten auf der anderen Seite des Dorfes. Der Wirt hat bestimmt einige Zimmer zu vermieten und wird sie bestimmt nur zu gerne vermieten, weil für einige Zeit keine Karawanen mehr in die Pässe ziehen werden. Okay. Dann, wie gesagt, ich will erstmal zeuglos werden und meine Gruppe heilen. Dann gucken wir, können wir uns hier mal umschauen. Du kannst auf mich zählen. Seite des Dorfes. Wie viel ist denn da noch von dem Dorf? Tagebuch? Da oben vielleicht noch? Ich meine, hier ist ja auch nichts. Es scheint nur ein random Haus zu sein, ja. Du kannst auf mich zählen. Die Pflicht ruft. Da oben vielleicht. War das jetzt? Seid gegrüßt, müder Reisender. Braucht ihr Hilfe? Ja, ich bin fremd in der Stadt. Könnt ihr mir sagen, was für Dienste ich hier finde? Natürlich, was für Dienst sucht ihr denn genau? Wird gewaffnet und Ausrüstung. Seine Schmiede ist am nördlichen Rand der Stadt. Okay. Jo. Nachtlager. Abendschatten. Gasthof. Am Stamm der Eiche. Danke. Okay, das scheint wohl das Kloster zu sein. Es soll geschehen! Papa, du bist wahrscheinlich die Eiche, oder? Kann das sein? Das ist zumindest eine Wurzel. Jawohl! Könnt ihr vielleicht mal alle hingehen, bitte? Ah, der Schmied, sehr gut. Der Amboss des Schmieds, der häufiger zum Fertigen oder Reparieren von Werkzeugen verwendet wird. Du kannst auf mich zählen. So. Man sagt mir, seid der Mann, an den ich mich wenden muss, wenn ich Waffen kaufen will. Ich bin Kolan. Wenn ihr scharfe Klingen braucht oder schwere Streitkolben, bin ich der Mann, an den ihr euch wenden müsst. Nutzt die Gelegenheit, solange ich noch hier bin. Solange ihr noch hier seid, geht ihr denn fort? Ich nehme es an, bei all den üblen Tricks, die hier in der Gegend gespielt werden, denke ich, ich werde nicht sehr lange hier sein. Verstehe. Ihr plant also, die Stadt zu verlassen. Ach, ich wünschte, es wäre möglich. Der südliche Pass ist seit langem eingeschneit. Das kommt von diesem verdammten Wetter, das wir seit einiger Zeit haben. Jetzt habe ich gehört, dass sogar die nördliche Route nach Zehnstedt von einer Lawine abgeschnitten wurde. Ich sage euch, keiner von uns wird diesen Winter überstehen. Es ist um uns alle geschehen. Ein erfreulicher Gedanke. Darf ich sehen, was ihr zu verkaufen habt? So, endlich, wir können mal Zeug loswerden. So, weg mit dem ganzen Zeug. Ist halt nur ein Gold, aber wie gesagt, Kleinvieh macht halt auch Mist. Gut, das wär's bei dir. Mit der Armbrust warte ich mal noch.
Eventuell kannst du die ja auch noch nutzen. Okay, ich glaube, ich habe sie doch verkauft. Guck mal, die Kurzbögen sind natürlich ein bisschen mehr wert. Pfeile möchte ich gerne behalten. Haben wir erst teuer eingekauft. Guck mal, so ungefähr 100 Kronkorken. Kronkorken. Fallout. Hundert Gold gebracht. Haben wir das Geld vom Identifizieren wieder drin. Nachdem diesmal jetzt auch keiner gestorben ist. Brauchen wir auch niemanden für teures Geld hier wiederbeleben. Der Yeti-Pilz ist auch ein bisschen was wert. Du hast noch Pfeile, sehe ich gerade. Den Dolch kannst du mal ausrüsten. Hast zumindest mal ein bisschen was an Waffen. So. Wir haben Geld. Und wir haben Platz. Du würdest auch identifizieren. Cool. Ja, dann habt ihr, glaube ich, echt nichts mehr übrig hier. Danke, dann will ich erstmal gucken. Inventarmanagement. Ja, ich glaube, deine Armbrust haben wir tatsächlich gerade leider verkauft. Naja, okay. Nachfüllen bitte. Wie sieht es bei dir aus? Wir könnten bei dir noch ein paar Kugeln kaufen. Die Schleuder. Du hast halt deinen Stab und dein Identifizierungszeug. So, nimm du mal den Dolch, ist halt besser als gar nichts. Okay, ich glaube, Pfeile hast du erstmal genug. So fürs Erste. Alles klar, was können wir denn kaufen? Plattenpanzer, Kettenhemd, Schienenpanzer. Schlangenlederwams haben wir ja schon. Hast du einen Zweihänder? Na komm, kauf dir doch mal gerade noch eine schwere Armbrust. Kompositlangbogen haben wir ja schon. Soweit ich weiß. So, du kannst ein paar Kugeln kaufen. Zack. Die Dinger kosten ja auch nichts, von daher. Wasserschwert plus 1. Ah, na gut, aber ist zu teuer. Armbänder, Rüstungsklasse. Ja. Ich glaube, wir brauchen mehr Geld. Helm des treuen Verteidigers. Heilige. 42.000. Ich glaube, hier kommen wir später nochmal wieder, ne? So.
Dann rüste mal aus. Das ist schon ein Zweihänder, okay. Ach so, okay. Hier müssen wir natürlich das Schild wegnehmen, damit du die Armbrust nehmen kannst. Alles klar, muss ich dran denken. Und auch, dass ich sie nicht verkaufe. So. Auch wieder mal volle Munition hierher gönnen. Bereit und willig. In Ordnung. Mhm. So, dann könnten wir noch gucken, dass wir... Ich werde mich darum kümmern. ...was zum Schlafen finden. Das sieht doch nach einer Taverne aus. Wie geht denn ihr da? Ja, bisschen was. So, komm. Oder der lahme Halbling, der da nicht hinterherkommt. Oh ne, die Magier diesmal. Es soll geschehen. Sucht ihr ein Zimmer oder wollt ihr nur die Kälte reinlassen? Ich habe kein Zimmer für Landstreicher. Zeigt euer Geld oder verschwindet. Ja, ich suche ein Zimmer. Sind noch welche frei? Ja, wir haben da noch was frei, aber kein Gefallen für den Preis. Verstanden, das ist der einzige Gasthof in der Stadt, aber glaubt bloß nicht, dass ihr woanders was ein besseres Angebot bekommt. Na gut. Oder sogar ein adeliges Zimmer. Was kostet das denn? 15. Gönnen wir uns mal, ja komm, hier. Lange Reise, gönnen wir uns mal ein adeliges Zimmer. So, 5 Tage lang erstmal durchgepennt. Sehr schön. Dann erzähl mal. Ich bin Aldwin. Ihr tragt anscheinend den Kopf so hoch, dass ihr nicht gut hört da oben. Was? Wollt ihr ein Zimmer oder nicht? Das ist der einzige Gast in der Stadt, also ich glaube bloß nicht, dass ihr woanders ein besseres Angebot bekommt. Dann halt nicht. Ortskoffer. Es soll geschehen! Bist du denn? Von einem Stadtbewohner. Okay. Beim Töpfer waren wir, die Ladies haben wir platt gehauen. Dann lassen wir gerade zurückgehen und die Höhle noch durchsuchen. Hier oben irgendwo. Ja, da kommt auch schon direkt ins Tal der Schatten. Es soll geschehen. Schau mal, wie lange die andere Reise dann dauert. Jetzt 8 Stunden waren. So, dann sammelt euch mal gerade hier vor der Höhle. Das mal lange nicht mehr gespeichert, sehe ich gerade. War nicht das letzte Autosave jetzt?
Hey, wir haben zumindest mal den Prolog nach 5 Stunden abgeschlossen. Relativ viele Goblins. Die scheinen dann irgendwas rumzunagen, wie mir scheint. Heilige. Ihr greift also schon mal alle an. Okay. Ich bin hier! Du kannst auf mich zählen! Ja? Du gehst mal da drauf, du gehst mal auf den da drauf. Bereit. Du kannst mal dahin ballern. Ich bin alles dahin. Klar. Ich bin hier! Du machst mal wieder hier Schutzding. So, du kannst auch vielleicht. Ja, machen wir vielleicht nachher. Ja, du wartest mal noch. Ich denke, hier können wir auch wieder einen Hit-and-Run machen. Das heißt, gucken, wenn es zu übel wird, rausgehen, heilen und wieder zurück. Aber ich glaube, die Goblins sollten ja einigermaßen gehen. Angriff! Rübs Schmatz. Das ist ein Käfer. Ach ja? Na dann schauen wir mal. Der Bogenschütze ist echt gut. Bist du der effektivste hier in der ganzen Gruppe. Mhm. Zusammen mit ihr. Ich bin bereit. Ich bin hier. Ja. Ganz recht. Aua. Zu deinem Befehl. Komm, ich hilf hier mal gerade ein bisschen. So viel zu tun, so wenig Zeit. Was? Könntest du den mal abballern? Ich bin bereit. Ich weiß was, komm, geh du auch mal Wenn ein bisschen ich in den muss, Nahkampf. Mein Schwert gehört mir. Hier macht, glaube ich, so ein bisschen Stress da oben. Obwohl, ja. Es gab etwas an Schaden. Deine Wünsche? Das ist schnell getan. Wart von Der hinterhältigste Mord bringt den gerechtesten Sieg. Das auch. Mhm. Bereit und willig. Wie kann ich helfen? Erledigt. Also was geht vielleicht mal aus dem Bereich der Bogenschützen hier raus? Teilt euch gerade auf, habe ich den Eindruck. Warum? Es soll geschehen. Mhm. Ja. Das hat dann wohl gesessen. So, sehr schön. 10 Schaden, kritischer Treffer. Lobe ich mir das. Ja. Bin bereit. So, ihr beiden, ballert den mal bitte weg. Gut, gut. Dann kümmert ihr euch mal um den Kollegen da oben. Das sind doch relativ viele Goblins. War gut, dass wir uns nochmal geheilt haben vorher. Ich glaube, das hätten wir gut auch den ganzen Loot. Das wäre, glaube ich, nicht so ohne gewesen. Die gehen nirgendwo hin. Ah! Kriegst du diese scheiß Goblin aber nicht platt? Kinas. Hm? Ich versuch's kurz zu machen. Zu deinem Befehl. Ja gut. Hast du dich versteckt? Oder wie? So. Nun sollst du bezahlen. Zerlegen wir den mal noch. Bereit. Was haben wir denn? Da haben wir noch jemanden. Der hinterhältigste Mord bringt den gerechtesten Sieg. Der scheint doch ein bisschen verbuggt zu sein da oben. So, ihr seid da oben noch am Rummachen. Bleibt noch der da unten. Mein Schwert gehört und will ich.
fast tot. Ganz tot. In Ordnung. Was ist das? Scheint mir so. Ja, dann fröhliches Plündern. Danke. So, speichern könnte ich auch noch mal. Okay, den Hirschdingern können wir, glaube ich, erstmal nichts antun. Okay, du bist jetzt voll. Sag mir, nach was es dir verlangt. Eine Runde mit Zeug mitnehmen, bitte. Was willst du? Was ist eigentlich mit dir los? Ach so, du bist hier noch nach Fallen am Suchen. Alles klar. Ja. Ist das... Das war tatsächlich so ein einmaliges Ding, wie mir scheint. Okay. Dann schnappt ihr mal hier noch Zeug. Du kommst ja hier ganz gut davon gerade. Die Ausrüstung angeht. Du hast noch ein bisschen was? Die waren alle schon tot, die Goblins, wie mir scheint. Oben sind geplündert. Ach, hier geht's noch weiter. Okay. War das erstmal die Vorhut? Zumindest mal einer mit ein bisschen Geld. Okay, du wirst voll. Ich höre dich. Ich werde tun, was ich kann. Damit hast du jetzt auch genug Fallen gesucht. Ich bin schon dabei. Alles klar. War? Ja. So, den neulich kannst du dir mal noch gönnen. Ein Wort von dir. Kann ich hallo sagen? Ja, schon. Es soll geschehen. Okay, dann speichern wir nochmal. Mal schauen, was da drin jetzt wartet. Rülpsknirsch. Käfer. Die haben jetzt wohl hier die Viecher, also Goblins gefressen. Dann bin ich mal gespannt. Bereit und geht willig. Zur Seite. Geht mal da drauf. Wofür brauchst du mich jetzt? Da drauf. Was? Du machst dir ein Schild. Du ballerst da vielleicht mal gerade was drauf. Ja? Ich bin hier. Ach ja? Wie kann ich helfen? Ja. Ich schätze, ich habe Zeit, okay, deine Drecksarbeit zu übernehmen. Könnt ihr euch mal zusammen hier auf die Viecher konzentrieren? Ah!
Scheint es aber gewesen zu sein, ja. Ich werde hier mal kurz aufräumen. Ja, das hoffe ich. Dafür seid ihr ja da. Die Kammerjäger. Sehr schön. Bereit und willig. Ich bin da. Nun gut. Was hast du? Oh. Scheinen vergiftete Pfeile oder irgendwas. Oder na, besondere Pfeile halt auf jeden Fall zu sein. Okay. Es soll geschehen. Mehr ist aber nicht hier drin. Alles klar. Zu deinem Befehl. Jawohl! Okay, dann gucken wir, was das für Pfeile sind. Jawohl! Die haben wir noch nicht geplündert. Aber du kannst die Pfeile aber auch gerade abgeben, fällt mir mal ein. Nicht identifiziert. Schauen wir mal. So, ja, dann würde ich sagen, wir reisen nochmal zurück. Gehen bitte. So, ab nach Kuldaha. Ich kümmere mich drum. Dann mal direkt zum Schmied. Ich glaube, es geht auch etwas schneller, wenn wir jetzt. Also, wenn ich mal die Karte ein bisschen intensiver hier nutze. Könnten wir ja dann die nächste Folge mal im Kloster vorbeischauen. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. So, der Kleine fehlt mal wieder. Ich werde mich darum kümmern. So, ich würde nicht kaufen, sondern... Ja gut, kaufen ja auch noch irgendwann, aber die sind mir zu teuer. Erstmal verkaufen. So, dann haben wir das auch gleich. Nummer 1. Diesmal lassen wir die Armbrust. Ja, also wirklich lohnen tun sich ja ehrlich gesagt wirklich nur die einigermaßen lohnen ja die Bögen. So, wenn wir schon mal dabei sind, identifizier doch mal bitte gerade die Preise, die Pfeile. Okay. Plus 1 Bonus. In Ordnung. Würde ich mir dann vielleicht mal für etwas knackigere Gegner aufheben. So,
So, dann sind wir alles losgeworden, oder? Jupp. Wir hätten auch noch seine Truhe hier. macht das irgendwas aus? Will ich gerade mal noch testen. So viel zu tun, so wenig Zeit. Das ist schnell getan. Mist. Ich glaube, du kriegst das nicht auf, oder? Nö, alles klar, dann lassen wir das mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.